Und das respektiere ich. Aber mein Klient hat eine Meisterschaft zu bestreiten. Bei unserer Teilnahme sind diese Lizenzbedingungen also verpflichtend. Ja, in Ordnung. Sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid. Wiederhören. Dass die immer so widerspenstig sind. Naja, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich muss vor dem Rennen noch ein paar Dinge mit dir klären. Erstens, wie verlangt, eine Kopie deines Vertrags. Es ist ein bindender Vertrag, das Team behält sich aber das Recht vor, ihn bei Nichterfüllung der Anforderungen zu beenden. Du bist nur zweiter Fahrer, aber arbeite hart, erreiche deine Ziele und ich kann mehr rausholen. Ich werde auch versuchen, dich in ein paar Einladungsevents unterzubringen. Die Erfahrung und die Publicity wären gut für dein Image. Außerdem kannst du ein paar historische Autos fahren. Also dann, auf zu deiner nächsten Session. Viel Glück. Ja, guten Tag, Man. Das sind wir, denn wir sind Man mit Nachnamen von The Vault. Willkommen beim McLaren Honda Formula One Team. Also, mit Alonso fahren wir hier als Zweitfahrer und sind, wie gesagt, bei Honda angenommen, angesetzt oder auch, wie ihr auch das immer nennen möchtet. Ich habe die ganze Story habe ich schon mehrmals durchgespielt. Kurze Einführung hier, Laptop, sämtliche Informationen, wer kennt das nicht, Fahrzeugmanagement, man kann das immer wieder, bei der Saison kann man die ganzen Motorensachen ändern, also den ganzen Verbrennungsmotor oder den Motor Generated Unit, wir haben hier die Hitze-Dings, wir haben Energiespeicher und. Wir haben natürlich Einführungsvideos, die ich glaube mal nicht unbedingt so wichtig sind für uns. Das sind so die Sachen, die wir hier sehen und wir möchten sofort zum Training gehen. Denn wir haben ein sehr, sehr langes Training vor uns. Ich habe euch bei der Einführung mal nicht mitgenommen, denn es ist mal etwas, was ich bei dem Spiel sowieso geil finde. Was ich als Zuschauer lieben würde und meine Mäuse zuschaue beim Fressen. Das ist so niedlich. Die bekommen dann noch ihre Mehlwürmer. Die fressen das wie verrückt. What the fuck? Ist das laut? Wir wechseln gleich zum Training hier in Melbourne, was mit Sicherheit interessant wird. Es sollten jeden Moment Autos auf der Strecke auftauchen, denn es geht schon bald los. Jede Menge Aktivität in der Boxengasse. Wir warten auf das grüne Licht und damit auf den Beginn der Session. Stefan Römer, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Was erwartest du, wenn die Autos dann endlich auf der Strecke sind? Naja, in einer freien Trainingssession kann man sich nie genau sicher sein, welche Strategie die Teams anwenden, wie viel Treibstoff sie im Tank haben und so weiter. Man darf sich auch nicht dazu hinreißen lassen, aufgrund der schnellsten Zeiten auf dem Monitor irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen. Was wir allerdings tun können, ist, in einigen aufeinanderfolgenden Runden auf die Konstanz zu achten. Wenn also jemand die halbe Grand Prix-Distanz zurücklegt und konstant eine halbe Sekunde schneller ist als ein anderer Fahrer, der dasselbe macht, ist das generell ein guter Indikator für ein schnelles und solides Renntempo. Das stimmt. Und jetzt hier sind meine Saisoninformationen. Wir haben hier verschiedene Ziele, die wir jetzt während des Trainings, wir haben drei Traininge. Ihr seht schon, wir haben 90 Minuten. Die ersten zwei Traininge sind 90 Minuten, dann das letzte ist nochmal 60. Wir haben verschiedene Teamziele und das ist je nach dem, je nach Team anders. Jetzt mal zum Beispiel soll ich... Falls du untersteuerst, liegt das daran, dass deine Vorderreifen nicht genug Grip haben. Ein Grund dafür kann sein, dass der Reifen nicht mit genug Druck auf der Straße aufliegt, weil die Vorderradaufhängung zu steif ist oder weil der Frontflügel nicht genug Abtrieb erzeugt. Okay, gut zu wissen. Ich werde das mal kurz was anderes machen. Und zwar ist mir das doch ein bisschen zu laut. Und zwar Audioeinstellungen, Audio. Ich hoffe, das ist so besser. Denn wir haben nebenbei ein bisschen Musik. Wir hören es eher weniger jetzt, die Musik. Jetzt haben wir es ein bisschen besser. Denn sonst würde das vielleicht ein bisschen zu langweilig, wir haben 90 Minuten hier lang zu fahren. Ja, und wir müssen jetzt uns erstmal auswählen, was... Oh, oh, nein, nein, nein.
Was wollen wir denn machen? Beste eigentlich, falls wir jetzt die Super Soften haben, die Ultra Soften, wäre jetzt zum Beispiel das Quali nicht schlecht, weil jetzt haben wir noch vollständigen Reifen vollkommen da. Deswegen wählen wir die jetzt aus, starten und natürlich fahren wir raus. Alles fertig. Das ist natürlich jetzt wichtig für uns, dass wir rausfahren. Falls man die Musik nicht hört oder mich zu wenig hört, tut es mir leid. Man hört eindeutig die Musik zu wenig. Kann aber auch sein, dass wir nur hier drin sind. Versuchen wir mal noch ein bisschen leiser zu machen. Audioeinstellung, Audio. Naja, besser ist es zwar nicht. Also eine Schlucke auf. So. Ich habe schon mehrfach... oh. Ja. Es liegt im Hintergrund. Geil. Freut mich. So. Schön, dass unser Nachname dasteht mit Oswald. Ich wüsste nicht, wie ich mich sonst nennen soll. Wir hätten noch gucken müssen, wie das Wetter wird. Weil es war, ist so unterschiedlich, dieses Wetter. Es ist so nice. Und im einen hatte ich Regen im Training gehabt und im anderen hatte ich Regen in der Quali gehabt. Beim anderen hatte ich einfach das komplette Rennen. Was? Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag. Was? What the fuck? Okay, wir werden das mal jetzt so machen. Wir werden nochmal neu starten, ja klar. Also das sehe ich gerade nicht ein. Das war mir... Oh, lieber eine fliegende Runde, bevor wir da rausfliegen, nicht wahr? Das war richtig scheiße. Warum? Gut, ich fahre jetzt erstmal Honda. So. Wir sollten ungefähr 9... Alter, das leckt wie verrückt. Kurz Concentration, damit ich das ja hier schaffe. Schlecht aus. Also in der ersten Runde kotzt mich richtig an. Eigentlich kann ich die Runde jetzt schon vergessen. Weil ich hole sicherlich keine Zeit mehr raus. Runterschalte. Ja, ich habe bloß das Getriebe kaputt. Verkackt die Runde. Jetzt gehen wir mal auf Mager runter. Die
Reifen haben auch schon ganz schön Schaden mitgenommen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Das ist aber außer wie anstrengend, das ist eigentlich seit mehreren Stunden eigentlich schon auf der gleichen Strecke zu sein. Weil ich mache für mich, mache ich die das Rennen, ich mache für die Aufnahme und ich mache für den Livestream. Ich habe so oft schon diese Strecke gesehen und kann sie noch nicht mal ordentlich fahren. Ey, was das für einen Unterschied macht, auf Mager zu fahren, das habe ich nie gedacht. Guck, wie die Zeit nach oben geht. So, Concentration. Naja, geht doch. Jetzt heißt nichts. Das Trainingsprogramm ist vorbei. Wir brauchen wir nicht fürs Erste. Möglichst schnell in die Garage. Also, wir würden 19. fahren bis jetzt. Ungefähr geplant. Das wäre scheiße. Wir müssen uns schon mehr verbessern. Sonst läuft das hier nicht gut. Noch gerade so am überlegen, wie ich eigentlich das Ganze hier nenne. Das ganze Projekt. Es ist ja ein Karrieremodus. Ja, okay. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Schön. Boxenstopp. Das ist so eine Ruhe. Ja, hab ich bloß angefordert. Aber läuft bei euch, nicht wahr? Und das ist wohl nie die schlauste Mannschaft. Red Bull ist hinter mir. Mich würde einfach mal nur so aus Spaß mal interessieren, wie die fahren müssen so. Also, wenn man das in der Karriere auswählt. Na ja, gut, ein bisschen früher, aber es klappt schon. So, für die Mäuse, die habe ich ja, um ein Thema zu haben, ein Laufrad gekauft. Es gibt, wollte eigentlich das ein Laufteller, aber Laufteller ist relativ teuer. Ein Laufteller kostet im Internet auch um die 13 Euro, aber 12 Euro. Alles gut?
Mensch, er hat sich gerade aufs Laufrad gestellt und ist runtergerollt. Ich finde natürlich, die hat sich nichts getan. Mäuse klettern eben gerne und wenn er so zum Klettern ist, gucken wir mal kurz. Zeit haben wir. Alles gut? Meine einzige Sorge ist bloß, dass sie sich was getan hat. Ja, also, 19. Ziel, ein 19. Platz hier erreicht. Wenn wir natürlich besser fahren, kriegen wir natürlich auch bessere Punkte, also Ressourcenpunkte. Die nächste Sache, die relativ wichtig ist mit Tempo, wo wir vielleicht Ultrasoft gebrauchen könnten. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,35,4. Würde ich sagen, nehmen wir die Rennstrategie. Da braucht man nämlich 5 Runden Anzahl. Nehmen wir aber diese superweichen, wie sie empfohlen sind, weil wir eben so viele Runden brauchen. So, und die Maus, die klettert noch rum wie verrückt, deswegen würde ich sagen, geht das hier gut. Wir können uns konzentrieren auf das Fahren. So, circa eine halbe Stunde habe ich gedacht, mache ich so eine Aufnahme, das heißt ungefähr noch eine Viertelstunde. Boah, dieses Lex im Hintergrund kotzt mich an. Also ich lade im Hintergrund zwar hoch, ja, aber ich renne nichts mehr. Und ich wollte jetzt unbedingt aufnehmen, dass ich auch diese Folgen fertig habe. Weil ich dann nämlich was gucken möchte im Fernsehen. So, wir sehen, wir haben hier auch eine Zeit, die wir einhalten müssen ungefähr. Und von der aus geht dann die Reifenabnutzung und die Benzinnutzung. Und wird so ungefähr der Plan gestellt für mich jetzt für die Saison. Beziehungsweise guckt, wie viel Prozent von 100 ich jetzt erreiche, also von dem geplanten, sagen wir es mal so. Dafür muss ich 3 Runden ordentlich schaffen, damit das zählt. Ist natürlich für einen Anfänger nicht so einfach, da ich habe jetzt auch Honda mir ausgewählt. Hat aber auch den vollen Grund, dass ich sauber, die schlechteste Mannschaft, die man hier auswählen kann, mit den schlechtesten Voraussetzungen, sage ich jetzt mal, habe ich schon 2-mal angezockt. Und was anderes wollte ich jetzt nicht, weil der Rest so schwer ist. Es gibt natürlich dann noch ganz, ganz viele Sachen, die man noch nebenbei machen müssen, also gleich. Also, da haben wir gesehen, jetzt 2,0% mehr Reifenabnutzung als... Also 2,0% Reifenabnutzung habe ich im Moment pro Runde. Gut ist es natürlich nicht. Kann man sich natürlich schon vorstellen. Scheißkurve genommen. Ich will ja auch keine gute Punktzahl. Weil natürlich hier die Reifenabnutzung schlecht war. Und so hätte ich vielleicht im Quali fahren müssen in der Quali-Runde. Gut ist, wenn man alle Runden schafft auf ordentlich, weiß ich nicht. Da habe ich noch nicht perfekt geschafft. So. Die Runde geschafft, jetzt kommt die nächste Runde.
nicht schlecht. Die Maus will einfach nicht draus lernen. Ich glaube, Mäuse lernen doch eigentlich schnell. Noch eine sehr gute Runde, nice. Ja. Der Test ist abgeschlossen, aber wir können noch weiterfahren, um genauere Ergebnisse zu bekommen. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Da fahren wir nämlich jetzt ein bisschen entspannter noch die Runde zu Ende. Wenn man nämlich hier schon mal die volle Punktzahl erreicht, die es zu erreichen gibt, das ist sehr, sehr gut. Und dann können wir uns dann auf andere Sachen konzentrieren. Wir können uns jetzt auch mal gucken. Und zwar gehen ja auch die Sachen jetzt langsam irgendwann mal kaputt. Das heißt, wir müssen uns auch dran setzen, dass wir die schön ordentlich behandeln, dass man hier irgendwann mal im Rennen dastehen mit einem kaputten Auto. Das will ja keiner. Das wäre auch scheiße. Der hört sich komisch an, so ein Motor. Ah, zu schnell. Leider, leider zu schnell. Jedenfalls haben wir in dieser Sache jetzt optimales Tempo rein. Nee, ich war passend, sonst hätte ich jetzt eine Verwarnung bekommen. Das sieht doch gut aus. Gerade was die Mäuse machen. Das sah so aus, als ob die Weiße der Schwarze an die Zitzen gehen möchte. Obwohl sie beiden natürlich keine Zitzen haben, die sind nicht schwanger. Hoffe ich natürlich, aber sonst hätten sie es schon lange. Ich habe es schon so lange. Die bekommen natürlich dann noch ihre Mailbomben, wie gesagt. Aber erstmal sind wir noch hier krass im Rennen, schön Musik am Hören. Freut mich, freut mich, freut mich. Also hier haben wir perfekt erreicht. Wir sehen. Was sehen wir? Alle die Zeiten sind wir bei... Die schnellste war bei 1,36, 2 irgendwas. Durchschnittlich 1,35. Ui. Ach nee, es ist 35, ja, gut. Wo wäre ich denn da? Die beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 35,2. Naja, wenn man hier ein bisschen besser. Viel würde es vielleicht mir nicht bringen, weiß ich nicht. Was sagt bisher die Übersicht? Also bisher sind wir... 6. Platz. Wird es natürlich sehr, sehr schnell ändern, weiß ich. Gucken wir mal kurz das Wetter durch, was ich gucken wollte. Sonnig, sonnig, sonnig. Quali sonnig. Rennen sonnig. Besser geht's doch nicht. Da kommt die Musik gerade richtig. So, Trainingsprogramm. Benzin sparen, Rennen. Würde ich sagen, machen wir als nächstes die Rennstrategie. Weil die hat nämlich auch, dass wir ordentlich in der Kurve bleiben müssen. Nehmen wir die hier. Bei den schlechten Reifen, die gehen dann nämlich als erstes raus oder werden ausgetauscht, werden weggeschmissen so ungefähr, zurückgegeben. Und dann wäre ich schon froh, denn, dass wir die vielleicht erstmal mit runterfahren. Und hier habe ich wirklich noch niemals 100%, also die 50 Punkte erreicht. Weil ich irgendwelche Kurven vielleicht nicht gut genommen habe oder zu langsam. Aber wie das Ganze abläuft, werdet ihr jetzt gleich sehen.
ausbilden. Boxenstopp. What the fuck? Crit! Warum? Also das muss man eben hier einsammeln und die passende Geschwindigkeit haben. Ich kann schon gar nicht mal lenken. Deswegen ist schon gut, dass wir jetzt da reinfahren. Sowas ist zum Beispiel dann perfekt. Das war zum Beispiel zu langsam, das war auch gut. Ja, und hier jetzt fallen alle drei raus. Ja. Gut, okay, aber ihr habt den Sinn verstanden und das werden wir jetzt gleich nochmal machen. Weil wir so viel Spaß daran haben. Das hätte zum Beispiel schneller gehen können, hier hätte ich noch erwischen müssen. Jetzt haben wir mal zur Seite, jetzt kommt McLaren noch. Hätte ich mir gleich alles richtig abholen können, warum nicht? Und raus bin ich, nice. Das ist aber scheiße, auch wenn die Runde ungültig ist. Ich wollte die Reifen weiter benutzen. Das war gut abgestimmt, würde ich sagen. Das passt. So läuft das doch ab. Aber berührt. Das wollte ich nicht. Ich wollte euch nie wehtun. So. Jetzt wird natürlich alles repariert. Wir können das natürlich überspringen. Mache ich aber nicht. Dann können wir nämlich erstmal gucken. Reifenwahl. Was haben wir denn jetzt überhaupt zur Verfügung? Wir haben das hier. Das haben wir. Das haben wir. Aber wir haben sehr viele Reifen jetzt. Und wir können auch sehr, sehr viel Zeit rausholen. Theoretisch über eine Sekunde. So, das ist für Qualifying 1 aufgehoben. Zweimal US. Das ist gut. Solltest du vor dem Qualifying Zeit haben, dann würden wir gerne das Akklimatisierungsprogramm laufen lassen. Dadurch erhalten wir wichtige Hinweise sowohl auf das Tempo als auch auf die Konstanz. Das sieht gut an. Und für das Rennen haben wir gerade mal die beiden. Deswegen hoffe ich mal, wir heben uns mal Ultrasoft einmal auf. Einmal am liebsten nicht benutzen. Ist nur die Frage, was nehmen wir als nächstes? Season Info. Also Rennstrategie ist okay. Rennziel haben wir schon zwei erreicht. Sachkundige, das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Der hat er mir irgendwie nicht angenommen. Reihe während der Strecken. Das ist okay, das kriegen wir hin. Ja, das machen wir eben jetzt normal. Also immer dran denken, wir wollen die gelben behalten. Die orange. Deswegen nehmen wir jetzt die gelben, so wie sie empfohlen sind, weil hier brauchen wir mehr Grip und keine Geschwindigkeit. Mal fliegende Runde. Jetzt nochmal Concentration. Solltest du herausgeschoben.
Ach du Scheiße. Das sind zum Beispiel 3 Punkte rot gewesen, weil eben ein, weil die eben so ein, boah, wie nennt man das? Abteil, zum Abschnitt gehören oder zu einer Kurve. Wir haben ja 3 Runden. Wenn man zu langsam ist, kriegt man auch, ich sag jetzt mal, eine Strafe in die Runde. Das wird nicht gezählt. Oder man fährt einfach nie richtig durch, so wie ich gerade. Mit McLaren zu fahren, finde ich bisher am schlimmsten. Also ihr seht, hier muss man noch sehr, sehr viel rausholen. Bei den folgenden Kurven scheint es noch ein paar Probleme zu haben. Kurve 3, Kurve 4, Kurve 7, Kurve 8, Kurve 10, Kurve 12, Kurve 13, Kurve Scheiß Fahrzeug. Geiler Leck, kotzt mich. Ja, und jetzt fahre ich mir noch einen scheiß Frontflügel ab. Scheiße. Wir probieren. Oh, Scheiße. Das werde ich nie packen. Das werde ich ohne Frontflügel nicht packen. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Da fahre ich jetzt rein, Leute, und ich bin natürlich auf dem Part jetzt. Wir werden uns neue Reifen auf einen Frontflügel geben lassen. Die Reifen werden auch gut sein. Ja. Dann machen wir das nächste Part normal. Wir haben jetzt ungefähr noch 1 Stunde Zeit dafür. Ungefähr 1 Stunde habe ich auch noch Zeit, bevor ich was anderes machen möchte. Und ich sage jetzt schon mal, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich für das Abo, für Like oder sonst was auch immer, wenn ihr überhaupt hier ein Abo dagelassen habt. Gut, okay. Man merkt langsam, ich werde auf so einem Formel 1 Kanal, das ist bitter. Da brauchen wir nicht weiter erzählen.
Aber warum das so im Hintergrund leckt, würde ich gerne mal wissen. Das kotzt mich an. Gut, dann war viel zu schnell. Ah, Scheiße. Richtig, richtig scheiße. Na gut, Leute, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich lasse mich jetzt noch reinschieben und reparieren. Ciao, ciao.